Hallo, ich bin Ralf Pautitz vom Autohaus Burmeister und möchte euch heute mal einen Gebrauchtwagen vorstellen. Wir haben hier ein Seat Leon. Dieses Fahrzeug ist aus März 2012, ist aus zweiter Hand und hat 96.350 Kilometer gelaufen. Das Auto ist ausgestattet mit einem Benzinmotor 1,4 Liter, 125 PS und ist ein Sondermodell Style Copper. Wir haben bei diesem Auto Doppelscheinwerfer mit Scheinwerferreinigungsanlagen, Nebelscheinwerfern, Farbe Grau Metallic. Das Auto steht auf 16 Zoll Leichtmetallfelgen mit Ganzjahresbereifung. Ja, und wenn wir uns jetzt mal die seitliche Silhouette angucken, das ist noch hier die Baureihe mit der Dynamic Line. Das heißt, diese Linie kommt aus dem Scheinwerfer, fließt durch das Auto, läuft aus und geht hier hinten dann wieder hoch in den Scheinwerfer rein. Das Auto ist ein klassischer Fünftürer, Schräghecklimousine mit Wärmeschutzverglasung und seitlich ringsherum zusätzliche Eintönung. Besonderheit seiner Zeit war Türöffner verdeckt, ähnlich wie bei Alpha. Im ersten Moment teilweise denken die Leute, es ist ein Dreitürer, es ist aber wirklich ein Fünftürer. Ja, jetzt gucken wir uns mal die Heckpartie an. Wir haben hier bei diesem Auto Doppelrohr-Endauspuff, dann Einparksensoren, Kofferraum von der Form und Art her klassisch ähnlich wie beim Golf, sind Brüder auf derselben Plattform. Wir haben hier unten drunter ein Ersatzrad und wir können den Kofferraum vergrößern durch eine geteilt umklappbare Rücksitzbank. Ja, wie man erkennen kann, der Antennenfuß sieht ein bisschen anders aus. Das heißt, dieses Fahrzeug ist auch mit Navi ausgestattet. Das werden wir gleich sehen. Kommt mal rein und dann gucken wir uns mal die Details an. So, wir sind jetzt im Innenraum vom Leon. Das ist ja diese Baureihe 1P, die auf die 1M gefolgt ist. Das Schöne ist hier, wir haben einen größeren Radstand. Dadurch haben wir hier vernünftige Sitzverhältnisse im vorderen und aber auch im hinteren Bereich. Style Copper, dieses Auto ist ausgestattet. Außenspiegel, elektrisch verstellbar, beheizbar. Elektrische Fensterheber vorne, hinten. Sichtpaket, sprich automatisch abblendbarer Innenspiegel. Regensensor sitzt in diesem Falle hier. Wir haben ein Lederlenkrad in zwei Ebenen einstellbar. Multifunktion, das heißt Fernbedienung, Bordcomputer, Radio. Wir haben eine 3-Uhren-Armatur, das heißt Drehzahlmesser in der Mitte, Tacho rechts. Links haben wir dann Tanktemperaturanzeige und die Anzeige von der Dot Matrix, vom Bordcomputer. Wir haben in diesem Bereich der Mittelkonsole die Klimaautomatik bei diesem Fahrzeug, die Bedienelemente für Sitzheizung vorne und dann hier in dem Bereich die Radioanlage CD mit Navigationssystem, Freisprecheinrichtung und wir haben hier vorne im Bereich unten in der Mittelkonsole AUX- und USB-Anschlüsse, Getränkehalter, Sechsgangschaltung und hier haben wir dann die Bedienung für die elektrischen Spiegel, unter anderem auch anklappbar. Ja, also wer Lust und Laune hat auf einen netten, sportlichen Gebrauchtwagen, der sich mal so ein bisschen abhebt auch vom Design anderer altbackener Modelle, ist herzlich eingeladen, dieses Auto bei einer Probefahrt kennenzulernen. Wir sind für euch da, wir beantworten gerne eure Fragen. Ruft uns an, uns wird's freuen. Danke. Ja, für den Moment bleibt mir nur, mich für eure Aufmerksamkeit zu bedanken. Es hat mich gefreut, dass ihr uns auf YouTube besucht habt und euch das Video angeschaut habt. Ihr seht hier auf der Seite meine Kontaktdaten, wenn ihr weitere Informationen wünscht, euch das Auto gefallen hat. Dinge, die man jetzt sicherlich in so einem Video in der Kürze der Zeit nicht darstellen kann, würde es mich freuen, wenn ihr mich anruft. Wir sind gerne bereit, Fragen zu beantworten und euch weitere Dinge zu erklären, weil unser Ziel ist es, dass der Kunde zufrieden ist. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ihr seid herzlich eingeladen, uns weiter zu folgen. Ihr könnt gerne
unseren Kanal abonnieren, wenn ihr es möchtet, dass ihr dementsprechend weitere Videos von uns sehen könnt und bekommt. Ja, ansonsten für den Moment, wie gesagt, vielen Dank und alles Gute.